Was für ein schöner Dolch. Unpraktisch. Für Zeremonien. Pass auf! Ist das Ihr Anführer? Galvan! Schönes Messer. Leider verrostet. Gut, das sind alle verlorenen Artefakte aus Tyrs Tempel. Lust auf einen Besuch bei einem gewissen Zwergenladen? Oh.
Ich hab neues Zeug für dich. Nur die beste Qualität. Das stammt aus einem dieser anderen Lande, hm? Du kommst wieder.
unerbittlich. Völlig tödlich. Oh, hoffentlich wächst er da nicht raus. Bald kommt neue Ware rein. Und für den Kleinen? Was kann ich für dich tun? Immer wieder gern. Good.
Tja, wir sind zurück. Gehen wir schlafen? Unsere Zelte warten bei der Tempelbrücke. Gut. Ich bin bereit. Die Armeen sind bestimmt in ihren Heimatwelten versammelt und erwarten das Gjallarhorn. Ich schätze, ich hatte gehofft, einige von ihnen hier zu sehen. Wenn sich alle Weltentürme zugleich öffnen, wird das was werden, Junge. Odin wird nicht glauben, was ihm bevorsteht. Nein. Odin konnte sich Lebzeiten darauf vorbereiten. Trotz Groas Täuschung hörte er als Tier die Wahrheit. Du darfst ihn nicht unterschätzen. Eine mitreißende Rede. Wirklich inspirierend. Wow. Die Walküren sehen anders aus. Willkommen zurück. Hildiswini hat von deinem Erfolg erzählt. Wir haben entsprechend geplant. Tja, was wäre Ragnarök ohne Ragnarök? Wer schließt sich uns noch an? Ich sehe die Walküren. Noch besser. Sie sind wiedergeboren. Körperlich und unverdorben, dank einer erklecklichen Menge Warnenmagie. Sie sind jetzt Schildmeiden. Schön. Und dein Bruder? Er hat es geschafft. Die Alben haben einen Waffenstillstand und vereinen sich gegen Asgard. Das verschafft uns einen Vorteil aus der Luft. Und mit Hels Armee als Vorhut. Was ist mit Sindri? Werden die Zwerge kämpfen? Wir haben nichts von ihm gehört. Aber es bleibt noch Zeit. Und ich glaube, wir können den Weg für die Ragnarök-Bestie jetzt freimachen. Na, wenn das so ist, warum überhaupt Sorgen machen? Sigrun. Schön, dich wiederzusehen, so lebendig. Oh, ja. Ich war nicht ich selbst beim letzten Mal. Zum Glück geht's dir gut. Meine Königin, die Schildmeiden werden unter den Kräften aufgeteilt, die aus Alfheim, Helheim und hier in Midgard einfallen. Wir stehen bereit. Kratos, Atreus, Mimir, bitte entschuldigt mich. Oh, dann gute Nacht. Freya, hast du unseren Weg aus Asgard festgelegt? Wenn uns die Türme hineinbringen, bringen sie uns hoffentlich auch heraus. Und was, wenn nicht? Alle wissen, worauf sie sich einlassen. Bei unserem Plan fehlt nur noch eins, ein Anführer. Diese Ehre gebührt dir. Du hast einen Anspruch darauf und genießt den Respekt deiner Truppen. Und du kennst diesen Feind bereits. Ich habe seine Invasionsarmee in Schach gehalten. Das hier ist unsere Invasion, eine Belagerung seiner Lande. Ich brauche unseren erfahrensten Kriegsgeneral auf dem Feld. Anrechte, Prophezeiungen und Fürsprecher sind mir alle egal. Wir müssen einfach gewinnen. Freya. Ich weiß, ich verlange viel. Vielleicht schläfst du drüber. Da wären wir. Kratos, dein Zelt ist rechts. Und Atreus, deins ist links. Eins? Ein junger Krieger braucht seinen Raum, oder? Ja. Wow. Danke. Schlaf noch einmal darüber. Teile mir deine Entscheidung morgen früh mit. Verzeihung. Darf ich kurz mit Mimir sprechen? Ich weiß nicht, was der Morgen bringt, aber wenn das unsere letzte Nacht ist, möchte ich in dieser Zeit nicht nur Hass fühlen. Erzählst du mir noch eine alberne Geschichte? Nichts täte ich lieber. Außer vielleicht ein Tanz. Ich bin nur etwas außer Übung. Bei allem Respekt, meine Geschichten sind nicht albern.
Doch, sie sind alle alberne. Wir wollen nicht streiten. Kann ich hier schlafen? Zur Ruhe kommen. Ich kann nicht. Dann kann ich dir etwas erzählen. Falls ich einschlafe, erzählst du mir den Rest morgen? Natürlich. Jetzt schließ die Augen. Da war ein alter Mann, der hackte Holz für sein Dorf. Jeden Abend da nahm er die Stämme auf seinen Rücken und brachte sie den anderen. Doch die Stämme waren schwer. Und er wurde schwächer mit den Jahren. Eines Tages warf er die Stämme hin, da er ihr Gewicht nicht mehr tragen konnte. Und er wünschte sich den Tod herbei. Und als der Tod kam, hat Faye war die Einzige, die meinen feinsinnigen Humor je verstanden hat. Sie war eine verdammt feine Frau. Abgesehen von ihrem Geschmack bei Männern. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen.
Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Verärgert dich meine Bitte? Tod gehört nun mal zum Leben dazu, Liebster. Ich will vorbereitet sein, wenn meine Zeit gekommen ist. Wir Sterblichen müssen sowas tun. Ich bin froh, dass du jetzt bei mir bist. Du bist ruhig. Ich habe nichts zu sagen. Sag irgendwas. Ich höre deine Stimme gern.